Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir, den Kevin. Kevin! Ich hab kein Holz! Wo ist der schon wieder hin? Auf der anderen Seite. Da, wo du den letzten Mal hingeschickt hast. Ich brauch mehr Holz. Ich holz hier nie aus. Also ich zum Holz. Da holt ich's schon ein bisschen mehr aus. Das ist noch die Laden. Das ist noch von mir letztes Mal. Ah. Ich habe nämlich noch mal ein bisschen Holz geknattert. Aber ich gedacht, das ist eine gute Idee. Der Kelvin ist mir zu langsam. Jetzt muss ich das erstmal hier alleine hier. Kelvin ist schuld. Kelvin ist schuld. Der ist so langsam, dass ich so schnell arbeiten muss, dass ich selbst mich überhole. Das ist es. Ich hab's raus. Der Kelvin ist schuld. Du bist der Schuldige. An den Nagler. Ihn wird zur Last gelegt. Hol mal Holz. Das ist deine Strafe. Oh nein, nicht schon wieder. Doch. Jetzt sofort. Inhaliere das Blatt und mach dich ab. Okay, ich darf Holz holen. Ja, Kelvin, der hat ja auch keine Puppe zum Schlafen gehabt. Der hat ein Stück Holz gehabt, weil er sich immer an ihr sich gerieben hat. Nee, renn mal weiter hier. Okay, und Bums. Naja, vielleicht sollte ich den hier nochmal einen Weg lang bauen. Dort auch weiß, wo er langlaufen muss. Schnell! Der Wind! Wir haben einen leichten Anfall von Kevin. Nee, Moment mal, da bin ich ja. Kelvin, meinte ich. Mann. Jetzt habe ich mir aber selbst gefoppt. So. Hier noch gefoppt. Hallo, Elli. Ich glaube, ich muss auch gleich mal nachschauen, was unser Fisch macht. Blub, blub. Damit sie mit ihrem Kopf noch nie dazwischen gekommen ist. So. Und deswegen blutet ihr Nase und so, wisst ihr? Weil sie trägt keinen Helm. Hier ist eine Baustelle, hier ist Helmpflicht. Gucke hier. Hier ist Bescheid. Ist ein Billighelm. Der hält zwar nicht viel ab. Fertig. Schnell hinterher. Hier wird rumgeballert. Warte, Elli, ich mach. Spar dir die Munition. Er wurde geplättet. Immer von Ellie, eine von Maschinerie und von mir. Ist ja wunderbar. Das ist meine neue Uhr. Trau mich nicht daran. Das mordet sie fertig. Oh, Ellie! Kannst du nie machen. Hallo? Achso. Länger drauf bleiben. Das ist das Rätsels Lösung. Lass mich durch, du bist dick. Lass mich durch, ich bin dick. Du bist dick. Und Kelvin hat eine sehr gute Körperhaltung. Also ich könnte nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde zusammenbrechen wie so ein Stuhl. Auf den Kelvin sitzt. So, Fischi. Ja, hier bin ich. Ah, Fischi. Ein Fisch. Tatsache, nur ein Fisch. Es wird ein schmales Armbrot. Gut, dann kann ich nicht mit den teilen, das geht nicht. Bleibt über, ist für Kelvin.
Es gibt Lachs. Oh, Alter, das sieht schön aus. Wie schnell doch die Nacht da ist. Fast genauso schnell wie der Winter kommt und geht. Das war Kelvin. Der hat das da hingebaut. 100%. Alter. Was für ein Fresssack. Nee, 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 nee. Kannst du China ziehen? Morgen ist das auch weg. Ich glaube, er nimmt das als Kuscheltier oder sowas. Ich hab kein anderes Haustier. Ich nehme den Fisch. Er ist so schön kuschelig. Und er wehrt sich nicht. Wie denn auch? Ist nie sehr bedrohlich. Ja, ja. Ein Licht ist mir aufgegangen. Wasser da. Ist noch Wasser drin? Geht aber mehr. Gluck, gluck, gluck. So. Der Topf. Da geht auch noch mehr. Nee, du setzt nicht. Naja, gut. Hau dir rein. Oder auch nicht. Hätte die da oben aufs Fenster rausgekickt, dann hätte ich Angst gekriegt. Schlürf, schlürf. Schlürf. Leer wie eine Regenrinne. Der ist so erschöpft, der pennt schon am Tisch ein. Ey, die Betten hier, die habe ich extra gebaut, du. Le Mann, du. Extra für euch. Das Chefbett ist noch nicht fertig. Ist noch nicht mal angefangen zu bauen. Aber ist ein anderes Ding. So, na denn, wa? Rinn in eine Koje. Die Nacht ist kurz. Ja, nee, so kurz. Ich konnte durchschlafen. Also rein theoretisch müsste ich jetzt nochmal schlafen, aber so. Ich glaube, wie gesagt, wenn du das eh mal verkackt hast mit dem Pendeln, ist es vorbei. Ich. Da ist die erschöpft. Jetzt von da nach da geschafft, aber nicht nach darin. Ey, Holz holen! Nein, Kelvin, mach eine Pause. Alles gut. Sag mal. Ich habe ja Ausdauerprobleme wegen Nacht und so, ne? Weil Kelvin sitzt ja auch. Pack die Karten aus. Es geht los. Gehen zocken. Kelvin? Hast du eine neue Stimme? Ich weiß nicht. So, ich sehe aber nicht, ob das mehr oder weniger wird. Aber ich, doch, das wird mehr, wa? Ich glaube, ich brauche bloß eine Pause, dann bin ich ausgeschliefert. Das ist das Gegenteil von eingeschliefert. Siehst du, er ist voller Elan. So, immer hingesetzt, zack, bums, steht auf dem Stuhl. Und ist so erschöpft und setzt sich wieder hin. Naja, gut. Ich glaube, der wird. Ja, doch, doch, doch. Ich sehe. Ich sehe. Verbrennt ihn. Er ist ein Sieger. Ah, hier sitzt jemand mit Haut. Wo hat er denn die her geklaut? Der macht mir überhaupt keine Angst, wenn er so guckt. Holy shit, Alter. X hier aus, ich baue mir ein neues Haus. Der ist mir suspekt. Stimmt, also so hätte ich die ganze Zeit die Ausdauer regenerieren können. Ja, ja. Achtung. So, jetzt habe ich Milli Vanilli Schlitt hier an der Seite weg. Ups. Oh,
Nee, 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 Moment. Gerade noch so die Kurve kriegt. Ich muss den Weg frei machen. Fräulein Pompadour. Nimmt keine Rücksicht auf Verluste. Oder auf meine. Warum? Ich hab's gewusst. Hätte ich das in der Mitte. Alter, du hast ja ins Dreck gebiene. Hätte ich das in der Mitte stellt. Ihr stellt. Die hättet voll im Arsch gemacht. Voll im Arsch. Die Alte ist im Arsch. Sollte ich nie sagen. Böser Mund, böser, böser Mund. Passt, wackelt halt Luft. Alter, wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Steuerungstechnischerweise. Links, rechts, plumm, rinnt im Wasser. Gut, warte mal, entgegengesetzt. Ja, entgegengesetzt. Das ist wie beim Helikopter. Helikopter! Hallo, Kelvin. Guck mal, ich kann rückwärts. Besser als vorwärts. Dört, dört, dört. Piep, 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 piep. Bitte wenden. Jetzt. Dsch, dsch. Na, na, na. La, na, na. Bauen nicht, ja, völlig klar. La, la, la. Du stehst im Tisch. Alter, wie kann man so erschöpft sein? Also ich bin nicht von diesen ganzen Stämmen. Die Stämme ganz locker, gucke. Von hier nach da. Ich kann das auch andersrum machen. Naja, gut, nicht immer. Mit dem Treffen muss ich noch ein bisschen üben. Aber das ist, Hallo? Es ist der Schwung, der das macht. Nur mit deinem kräftigen Schwung. Achso, das. Achso, jetzt verstehe ich es. Ich verstehe. Das Ding war voll. Voll doof. Halten Sie durch, sie werden bald benutzt. Dauert nur 12 Jahre. Oh. Bis wir da auch auf den Weg kommen. Wehe, du schubst mich runter. Boo. Jetzt hat sie mir Angst gemacht. La, 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 la. Der Übergang ist da. Alter, und wie der Übergang da ist, Alter. Letztes Mal bin ich hier, also, wo ich offline lang gelaufen bin, täte mir entgegenkommen Nasenelche. Die nutzen diesen Scheiß hier auch. Will da drüben meine Ruhe haben. Dann kommen die im Winter rüber und machen Stress oder was? Mach ich Stress zurück? Können sie mal wissen, Alter. Dann gibt's eine Blutrache. So. Das ist erst die eine Seite, wa? Das muss ja auch nochmal durchgezogen werden. Und dahinter muss noch mehr durchgezogen werden. Und dann muss das Dach durchgezogen werden. Hier muss Fille so durchgezogen werden. Hier rum muss das Tier. Hallo, Kelvin. Ziehst du auch durch? Ja, wenn du was hast. Ich habe nicht die falsche Taste gedrückt. So was würde mir nie passieren. Buh. Hey, 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 hey. Ganz langsam. Die Steuerung. Aber rückwärts ist besser als vorwärts. Gegen hier die Kante. Siehst du?
Aber ich muss die Kante früher nicht so früh umlenken. Das ist doof. Heidi ho, Heidi ha. Ich weiß nicht, was das soll. Aber es war da. Haben Sie sich verletzt? Dann müssen Sie vorsichtiger sein. Ich kann ja nicht alles hier machen. Aua! Sie sind schuld, dass ich mir verletzt habe. Hey, Sie haben den Kopf verloren. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Glaube ich. Ja, gut. Warum zwei? Ich kann nur zwei schleppen. Was ist denn hier los? Da bist du eh, Manni, da. Schon tanzen sie auf dem Tisch. Bei Kelvin ist das richtig. Der lässt das hier schwingen. Ha. Weil ich mir jetzt, glaube ich, genau auf der anderen Seite neue Zwiehe baue. In der Richtung und also immer in entgegengesetzte Richtung, wisst ihr? Dass so richtig schön Spaß aufkommt. Muss ich ja lohnen. Die Augen müssen ja trocken bleiben. Nee, Moment mal. Feucht bleiben. Also, die sollen ja heulen. Vor Schmerzen. Ja, ja, ich gehe sadistisch. Sie haben es nicht anders verdient. Kommen hier einfach her und planschen hier rum, Alter. Ohne mich zu fragen. Das Grundstück wurde hier annektiert. Das Privatgrundstück. Spinnen die? Bezahle hier keine Miete. Hör auf, in deine Ohren zu popeln. Du blutest schon wieder. Wer ist Bluter? Hier ist Kelvin. Kelvin? Hast du eine Verbindung? Ja, hast du. Dann mach einen Abgang. High five. Na, wer ist schneller? Was? Halt dich im Auge. Bis du deine Arbeit machen tust. Buh. Ellie hat auch Spaß. Sie hat so jetzt Zeit, ihr Parkour-Ding. Oh, nicht schon wieder. Voll ins Gesicht. Ellie, vorsichtig. Super Schuss, Ellie. Super Schuss. Hinter dir ist noch so ein Speerdude. 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 Sperrt er sich gleich? Ellie? Kelvin! Hast du dich verletzt? Kannst du weiter Holz schleppen? Ups, Entschuldigung. Kannst du weiter Holz schleppen? Schwimm, mein Schwan. Ich drücke doch. Ah, so. Schön. Schön, schön. Warte mal. Hier wurde ausgelöst. Ich häng fest. Ich hab einen Hänger. Das wollte ich jetzt ja nicht. Aber ich mache immer so ein paar Dinge, die ich nicht machen will. Lockert die ganze Sache ein bisschen auf hier, wisst ihr? Jo, wenn es so weitergehen tut, sind wir nächstes Jahr fertig.
Also mit dem Boden. Nicht mit der Brücke. Aber solange es nicht wie in Berlin dauert, ist das alles okay. Weil Kosten kann ich nicht aufrechnen. Wer soll denn das bezahlen? Wer soll denn das hier bezahlen? Ihr bezahlt keine Sau. Wir schmeißen das Geld weg. Wir machen so Feuer mit Geld. Ich glaube, Tabak wäre hier eine gute Ware. Okay, wisst ihr ja nicht, ob die... Ja, die Kannibalen, die sehen nicht aus, als ob die Raucher sind. Ich hör da rum, ihr Baller. Oh, lasse doch. Lasst doch ihr den Spaß. Sie brauchen auch mal ab und zu ein bisschen Abwechslung. Bin ganz froh darüber. Das Schöne ist, wenn die haben jetzt eine komplette Verbindung mit der Insel, war also durch die Insel. Die brauchen nicht mehr um See loben, die Kannibalen. Ich glaube, ich habe mir um 2 oder 3 Meter verschätzt. Aber bloß um 2, 3 Meter ist nicht so schlimm. Ich mach das mal so und dann so. Schon besser. Ellie, vorsichtig, ja? Nicht nochmal. Der Weg ist breit genug. Ich habe den dreifach gemacht, ja? Oh, Schwein gehabt. Das sollte so ja eine Ellie schaffen. Schön machst du das. Schön. Schön, schön. Die mal mit ihren dabei rennen. Oh, siehst du, hier fehlen noch 2 Stäbe. Ich liebe, es fehlten 2 Stäbe. Was? Freut sie sich, dass er durchrennen kann. Und dann wird er denn, wenn die Brücke fertig ist, die ganze Zeit so gehen. Tür auf. Njo, njo. Wie auf der Autobahn. Wie hat Auto immer so schön gesagt, leben sie seit 20 Jahren an der Autobahn. Gibt es irgendwelche Feuerschäden? Nein, nein, nein. Tja. Bei mir wird es die Brücke sein. Also. Ah ja, da wird die neue A1. Oh, loslassen. Kennt ihr den Witz mit der jetzt habe ich ja die Pointe fast verraten. Streiten sich 2 Kumpels auf der Brücke. Ob unter denen die Oder oder die Neiße fließen tut. Irgendwann gibt er ihn auf und sagt, wisst ihr was, ich springe jetzt runter und dann wissen wir halt Bescheid. Er springt runter, auf immer ist er total quietschen, bremsen und all sowas. Er kommt hoch, blaue Ohren, Gesicht zerstört, Beine gebrochen, Arme gebrochen. Ich glaube, wir lagen wieder falsch. Ich war die A1. Naja, gut. Hätte man das nicht verraten, dann wäre das so ja noch lustig. Das ist ja noch psychopathischer. Er hat bloß die Ohren immer so. Und die hat so ein falsches Lächeln. Also wirklich, also in der Hinsicht falsch, weil das sind doch keine echten Zähne, hallo? Das sind niemals echte Zähne. Die sind ja wie abgeschliffen. Eine Länge. Und vor allen Dingen sah das aus, als ob das bloß ein Zahn ist. Durchgehend. Also quasi, wie hießen die Fische damals? Ich hab das wieder vergessen. Ja, diese von damals hier. Ach, die kennt doch die ganz alten Zeiten noch hier. Dinosaurier und so, wisst ihr da. Ich hab da Fische, die hatten doch bloß eh eine Kauleiste. Naja, gut, war keine Kauleiste, war ja eher so ein
Panzer-Dings-Skelett. Zahnmäßig. Hallo Sie. Achtung. Flachkörper. Da ist ein Portemonnaie. Komm ich da ran? Ja. Ich bin rei. Leck mich am Pupis. Wie kommst du her hier raus? Was ist denn hier los? Ein Portemonnaie in der Tasche? Der Auftrieb ist gleich real. So muss ich das also machen. Also Kinder, nicht nachher. Nee, gib lieber nicht den Tipp. Ihr wollt schwimmen? Ein schwerer Portemonnaie. Nee. Macht das mal lieber nicht. Das war Sarkasmus. So, Kelvin, du musst mir helfen. Ich komme hier nicht mehr raus. Naja, gut. Ich werde dir mal ein bisschen helfen hier. Wirklich jetzt mit einer Holz, weil sonst zieh ich morgen noch dran. Und ja, ich würde gerne elektrisch machen. Aber leider, ich habe keine Batterien. Das Ding läuft doch mit Batterien. Benziner, ich weiß, wäre besser, aber hier haben sie kein Benziner. Ist doch voll öko, die Schieße. Die essen sich doch so ja gegenseitig. Also noch mehr Öko geht das doch ja nicht. Gut, der ist jetzt nicht so dick. Also die Beine waren nicht so dick. Aber ab hier aus können wir uns steuern. Hallo Eddie! Guck mal, ich kann Bäume fällen. Timber! Ich glaube nicht, dass man so dicht hinterm Baum stehen würde. Bäume, wenn sie fallen wären, die haben so eine ausschlagende Wirkung. Und meistens, wenn du das denn abkriegst, da eitert nicht mehr raus. Ist ja nicht mehr da zum Eitern. Meine Meinung. Wenn die erstmal zuschlagen, dann ist kannst du das Wochenende vergessen. Und zwar für die nächste Zeit. Deines Lebens, meinte ich natürlich noch. Es wäre cool, wenn man sich hier so eine Rutsche bauen könnte, oder? Also. Wo man denn Holz rennt und dann zack, bums. Und dann würde ich selber runterrutschen. Oh, ich vermisse die Rutsche. Von damals hier, von der Forest 1. Oh, ich bin auch schon überlegen, wenn wir das Bauprojekt fertig haben, ob wir nochmal The Forest 1 spielen. Back to the Basics. Mit den Wurmen, die Dämonen und wie sie was da halt, ja. Boah. Ich glaube, das kicken wir uns auch noch irgendwann mal an. Aber erstmal muss ich hier die ganze Insel umbauen. Das war kein Witz. Naja, vielleicht doch. Vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, die Pyramide ist auch. Eine sehr, sehr schöne Idee. Aber da müsste ich Türme bis hoch. Oh. Vierer-Türme bis hier hoch. Ins Gebirge. Du hast aber eine Latte am Zaun. Ja, aber da brauchen wir das Holz nicht so weit schleppen. Das ist ja schon da. Gucken Sie da. Und dann Schnur oben hin. Und wenn wir oben sind, gleiten wir wieder runter. Das wäre geil. Wie viel Zeit habt ihr dann noch? Also, so 2, 3, 4, 5 Jahre? Es sei The Forest 3 kommt raus. Dann machen wir eine Ausnahme. Büro.
Na toll. Ein lecker Stein habe ich neu gefunden. Die Beere ist weg. Naja, vielleicht wächst sie ja nach. Ellie, das musst du dir merken. Ich finde da sowas nicht. Bäh! Krabbelfieh. Krabbelfieh da hinten. Kelvin, das Krabbelfieh. Siehst du, Krabbelfieh getroffen. Ich muss husten. Wie blöd ist das da? Ja, verbrühe mich. Schlag mich, streck mich, mach die Füllermund. Das war ein Witz. Das hast du jetzt davon. Ich werde dich jetzt tragen. Oh, schöne Schuhe. Kelvin, steh auf. Das ist peinlich, ist das. Nichts passiert. Klopf, klopf. Wer ist da? Boah, in dem Moment, wo die zu kam, die alte Ratte. Und ich meinte nicht Ellie. Musste ich husten. Naja, ich würde mal sagen. Oh, ich wollte jetzt gerade sagen, läuft denn überhaupt die Aufnahme? Aber ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Wir haben jetzt Holz für das nächste Mal. Gute Idee. Ich werde das jetzt bloß noch schnell einlagern. Und wir machen hier morgen weiter. Ist ja heute wieder viel passiert. Naja, gut. Dafür sind die, daran sind die Kannibalen schuld. Sind sie ja auch, zum Teil. Und Kelvin ist auch schuld. Und Ellie auch. Und. Ich nehme zurück. Also, Leute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, Däumchen, Träumchen. Und macht euch einen schönen Tag. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Tschüss.